Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei diesem Video. Heute erkläre ich euch, wie man ein lineares Gleichungssystem mithilfe des Einsetzungsverfahrens löst. Wichtig ist, dass man zwei Gleichungen hat, nämlich 5x plus y gleich 8 zum Beispiel und 3y minus 6 gleich 4x. Das Ziel eines linearen Gleichungssystems ist es, eine Gleichung mit zwei Variablen, also x und y, zu lösen. Das Einsetzungsverfahren funktioniert so, dass wir nach einer Variable auflösen und die dann in die andere Gleichung einsetzen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel diese Gleichung. Wir lösen hier mal nach der Gleichung y auf, weil das ziemlich einfach ist. Das heißt, wir rechnen hier einfach minus 5x und haben dann hier stehen y gleich 8 minus 5x. Das wäre dann ein Wert für y. Was wir jetzt machen, ist, dieses y einfach hier reinzupacken. Das heißt ganz genau, dass wir jetzt diese Gleichung nehmen und dann 3 mal, weil hier immer eine Klammer hin muss für das y, und dann setzen wir das hier ein, dieses 8 minus 5x. Schreiben wir mal kurz hin. Und dann minus 6 gleich 4x. Jetzt sehen wir haben nur noch eine Variable. Und was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir lösen die Klammer auf, indem wir das Ganze hier ausrechnen. 3 mal 8 sind 24 und 3 mal minus 5x sind minus 15x, also minus 15x minus 6 gleich 4x. So. Jetzt fassen wir kurz noch zusammen. 24 minus 6 ist was? Ist ganz einfach. 18. 18 minus 15x sollen also 4x gleich sein. Gut, der nächste Schritt bedeutet für uns jetzt einfach plus 15x zu rechnen. Das heißt plus 15x. Dann haben wir hier nämlich dieses minus 15x weg. Also 18 gleich 19x. Dann müssen wir, weil wir ja nur ein x haben wollen, geteilt 19 rechnen. Das heißt, 18, 19 könnt ihr gerne in den Taschenrechner eingeben, ist gleich x. Das heißt, für x kommt das raus. Wenn wir jetzt y ausrechnen möchten, weil wir ja beide Variablen ausrechnen möchten, nehmen wir uns irgendeine Gleichung. Also die hier, oben hier diese oder diese hier. Ich nehme mal jetzt der Einfachheit halber diese. Das heißt, wir schreiben hier nochmal auf 3y minus 6 gleich 4x. Für x haben wir jetzt 18 Neunzehntel raus. Das heißt, wir können hinschreiben 3y minus 6 gleich 4 mal 18 Neunzehntel. Denn zwischen 4x steht ja immer ein Mal, wie man normalerweise das schon wissen sollte. Jetzt könnt ihr entweder euren Taschenrechner holen oder ihr rechnet es im Kopf. Das heißt, 3y minus 6 gleich 4 mal 18 ergibt 72, 72 Neunzehntel. Das Ganze dann auch noch plus 6 rechnen. Dann haben wir hier diese minus 6 weg. Und dann haben wir 3y gleich 72 Neunzehntel plus 6. Und dann müssen wir das beide halt zusammenrechnen und dann geteilt 3. Ich mache das mal kurz. So, ich habe das dann jetzt ausgerechnet. 72 durch 19 sind 3,789. Das habe ich hier jetzt mal aufgeschrieben. Also 3y gleich 3,789 plus 6 von hier oben. Das rechnen wir erstmal zusammen. Dann haben wir 9,789 gleich 3y. Und das Ganze teilen wir durch 3, damit wir 1y haben. Also haben wir 3,263. Damit haben wir beide Variablen gelöst, nämlich einmal y und hier oben einmal x. So, und würde man jetzt für die Variablen, also für x 18 Neunzehntel und für y 3,263, in diese Gleichung das eben reinpacken, also für 4 mal 18 Neunzehntel gleich 3 mal 3,263 minus 6, dann würden wir auf 0 kommen, das heißt, das löst sich auf. Damit wäre das Video eigentlich erklärt. Wenn ihr wollt, kann ich ein Video auch zu den Additionsverfahren und zu den Gleichsetzungsverfahren packen.
Das lässt sich natürlich alles einrichten. Ich hoffe, ihr habt das Video verstanden und das Thema. Also ganz wichtig, einfach nur nach einer Variable auflösen von einer Gleichung und die dann eben diese Variable dann in die andere einsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.